Hi zusammen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Alex ist auch dabei mit seinem neuen Pulli. Ja. Hier sieht so schön aus. Ganz schön knapp und klein. Ich sag schon, wenn er einläuft, ist es meiner. Da wird sowas von einlaufen. Ich habe Größe XL schon bestellt und der ist schon mir total klein, also kurz an der Hüfte. Aber ich finde, der sieht voll gut aus. Genau, wir fahren jetzt zum Action. Nehmt euch mit. Viel Spaß beim Video. Wir sind da. Wir fahren so, los jetzt geht's, los. Komm. Ich muss noch meine Maske aufsetzen. Ich habe so ein paar Sachen auf meiner Liste stehen, die ich haben will. Achso, das Geld? Ja. Gut. Bist du bereit? Juhu. Wenn du kleine Putztücher siehst für Bruno, dann sag Bescheid. Wir müssen in der Küchenabteilung gucken. Für Bruno, ne? Die Pinsel gehen noch immer. Diese Glitzerband. Glitzerfolien, die kann man auch mitnehmen. Da wird sie sich freuen wahrscheinlich. Leone. Wir brauchen Sticker, Alex. Hier, Sticker. Dann los. Wow. Richtig kitschig. So süß. Aber was macht man da rein? Die auch Gold? Die nehme ich jetzt mit. Für 2,89 €. Laminiergerät, wo? Ja, dieses kleine da oben. Und hier ist die Folie. Oh ja, bitte. Da wird sich Leona so freuen. Alex nimmt Papier mit. Das ja, hätte ich nicht mitgenommen. Mehr. Die Folien dafür? Das hier sind die Folien. Nimm mal ruhig ein paar mehr mit. 20 Stück. Bevor wir nochmal losfahren müssen. 40 oder noch mehr für 1,32 €? Nimm dann noch. Der Wagen füllt sich. Ich habe für die Kinder noch so Malblöcke mitgenommen von Elsa. Radiergummis. Wer braucht sowas? Ich möchte aber auf jeden Fall noch Glitzerstifte für die Kinder. Das hier oben? Nee. Wieso ist der mit blauem Rand? Ich wollte den mit weißen. Schade. Ah, da ist der noch. Ich bekomme ihn. Ich freue mich so. Ist das nicht der gleiche, was du da das unten noch hast? Das ist weiß und der hat einen blauen Rand. Ach so. Für wofür Leonas. Ist das? Wäsche? Ja. Cool. Können wir das woanders auch noch irgendwo gebrauchen? Nö, nur oben für Gäste oder für Leona, fürs Baby. Ne? Stellen wir in den Kleiderschrank in den Flur. Da, also zwei Stück oder was? Nee, einer. Können die sich teilen. Danke, liebe Zuschauerin, für den Tipp. Der sieht nämlich echt schön aus. Und guck, und der hier hat halt blau. Blau, genau. Grau, das wollte ich. Würde für unser Badezimmer passen. Nein, wir haben einen Wäscheschrank. Oh, ich bin außer Atem, ey. Bitte. Hier schlägt Alex jetzt zu. Tüten. Ja, sowas ist so typisch für Männer, ne? Guck mal, Papierstrohhalme. Papierstrohhalme? Das ist doch was. Ja, nimm doch mit. So, Fink, wo ist Pink? Und die werden sich so freuen. Du Mädelspapa, wo ist Pink? Die werden sich so freuen. Ich finde grün voll schön und gelb finde ich schön. Boah, sowas ist richtig gut für Leonas Bastelzeug. Alex, guck mal hier für Bruni. Oder brauchst du ja nichts rein. Brauchst du nichts mehr? Ist ja voll praktisch für Bastelzeug auch. Die sehen auch vernünftig hier aus. Oder wir haben genug Aufbewahrungsboxen, oder Alex? Nee, genug haben wir nicht. Aber es ist groß. Wohin denn? Unter das Bad. Bei den Kindern. Zwei Stück. Da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts an der Aufbewahrung. Wir nehmen die mit. Die kriegen wir auch woanders im Bad, im Westbad oder irgendwo verstaut. Die sehen aber schön aus. Eine Sache wollte ich hier noch kaufen. Eiswürfel-Portionierer. Falls du das siehst, nimm es bitte mit. Sag mal, wir wollten ja für Bruni was haben, ne? Aber wir haben ja diese gelben jetzt. Ja, eigentlich brauchen wir nichts. Höchstens was für sein Fassen, ne? Wo wir das reinstellen, so. Das will ich mitnehmen, das haben alle empfohlen, Alex. Was ist das? Die sind alles Reiniger, der Rosmarin oder Zitrone, Pfeffer. Ich muss den ausprobieren, wenn ihr sagt, das ist gut. Das Spülmittel soll davon auch richtig gut sein, Apfelsine. Ich nehme das jetzt mit. Das kostet 96 Cent. Guck mal, warum ist der Servierkorb? Das ist ja süß. Ja, was wirst du nie benutzen? Servier. Ja, was wirst du nie benutzen, Chef? Nee, das stimmt. Muss man die mit der Hand waschen? Bambus. Ja, nee, dann kommt es nicht in Frage. Ich freue mich auf die Dekoabteilung. Kissen gehen auch immer, aber ich glaube, da sind wir schon gut ausgestattet. Die gefällt mir jetzt vom Design nicht so. Nichts beigefarbenes. Oh, wie süß. Das ist ja voll meins.
noch gar nicht so günstig. 1,99 pro Tasse, wenn man überlegt, man braucht 12 Stück für ein Servi. Jetzt sind wir hier in meiner Abteilung. Eine Vase habe ich schon gesehen. Die ist auch schön, die große. Ich glaube, ich nehme die mit. Die dann irgendwie schön dekorieren. So, eine würde auch voll gut irgendwo noch hinpassen. Alles Kunststoffblumen, bin ich ja nicht so der Fan von. Außer die sind richtig, richtig gut gemacht, die Blumen. Zum Beispiel so ein Lavendel, den wollte ich noch mitnehmen. Ich liebe Lavendel. Wenn ich da eine schöne Vase für finde. Vielleicht zwei? Ich hab das. Was hast du? Ich hab das. Oh, nein. Aber braucht man auch. Ich überlege, ob ich hier zwei davon reinmache. Von dem Lavendel. Oh, ich finde diese schön mit den Blumen. Zwei, weil eine fällt ja um. Oder du kürzt eine. Ich würde die kürzen. Ja. Dann eine. Okay. Ist halt nicht drauf gemalt. Das ist geklebt, ne? Man sieht schon irgendwie. So, aber trotzdem sieht voll gut aus. Die Tassengröße ist halt auch süß. Und was willst du da rein? Weiß ich noch nicht. Eine Kerze. Nehmen wir. Das ist eine Kuchenplatte. Aber die hier für Eis. Ja, voll schön. Wenn wir da mal 6 Stück von mitnehmen, was kosten die? 62 Cent. Da muss ich nicht überlegen. Ja, zum Binden. Zum Binden. Tau. Das hier. Das ist richtig groß, ne? Ja, aber ich brauche viel zum Binden. 10 Meter oder so? Ja. Ja? Nimm mit. Das passt auch noch zu uns, für die Vase. Das ist richtig schön. Die ist ja toll. Jetzt eine Überdachung haben, ne? Überdachung und irgendwo dranhängen. Richtig schön. Aber sowas kriegst du, glaube ich, immer. Aber draußen darfst du sowas nicht aufhängen. Also du musst schon im Trocknen hängen. Wo kann man die zu Hause aufstellen? Einfach mitnehmen. Guck mal, die kostet nicht mal 10 Euro. Hier, gucke mal. Man könnte die Kerzen auch auf sowas stellen. Uns fehlt Deko auf jeden Fall überall im Haus. Hier sind auch Tabletts. Die finde ich ja auch süß. So Salzsteine als Teelicht. Was willst du damit? Du aufstellen. Stimmt mal ab, findet ihr den schön für 5 Euro? 9 Euro. Achso. Die Holzkiste. Okay. 6 Euro nur? Wahnsinn. Ist doch verrückt. Nehmen wir das mal mit, ne? Ja, die Knöpfe für unsere Kommode. Ja, wenn du mir sagst, du kannst die anbringen. Ja. Sind die nicht cool, Alex? Die kann ich anbringen, ja. Dann nimm mal mit. Wir brauchen, ich habe 4 Schubladen aufgebaut, also 10 Stück. Ne? Für 2,95. Spiegel zum Aufhängen. Ist ja auch süß. Action, sowas bitte einmal in Gold, danke. Hier gehe ich dann schnell durch. Hier sind nur so Fahrradsachen und Putzzeug. Guck mal, die haben hier Hundefutter. Komm, der Hund kriegt auch was bei uns. Oh yeah. Plastik. Wow, aber der ist schöner als den wir aktuell haben. Hier sind Eiswürfel. Boah, sind die riesig. Ich habe so Limetten, Zitrone, Limette. Ach, du kannst ja richtige Limetten mit einfrieren. Und dann einfrieren. Oder ist das einfach nur eine harte Schale, dass es nicht umkippt? Das kann sein. Ja, aber wenigstens kannst du es vernünftig tragen und hinstellen. Also. Ja, nimm mit. Viele nehmen die, aber die finde ich überhaupt nicht cool. Die hat Vero immer für die Kinder. Also wie funktioniert das? Das ist machte Wassereis mit. Aber das ist Plastik, das will ich nicht. Wir haben ja unsere Metalldinge. Ja. Okay. Aber das ist auch Plastik, davon kannst du nicht raus. Saisonware. Oh ja, das legen wir uns doch in den Garten. Vielleicht gibt es hier günstige Liegematten für unsere Liegen. Aufblasbare Hocker. Aber das ist cool, die haben hier sogar so Segel. Brauchst du noch einen Zinkeimer? Alex, Zinkeimer ist immer weg. Warte mal. Aber kein Zink, oder? Ach, die hatte ich mir online angeguckt. Das sind so Solardinger, die sollen auch funktionieren. Wieso machen die das grün? So, ne? Hier, die wurde uns empfohlen für den Garten. Die sind niedlich für die Kinder. Kann man nicht genug von haben, ne? Nimm noch einen gelben mit. Zum Spielen, perfekt. Nehmen wir mit für 99 Cent. So, jetzt noch Spor. Zahnpasta. Die Kinderzahnpasta. Braucht man immer. Die habe ich auch noch nie ausprobiert. Colgate-Kinderzahnpasta. Krass, die haben hier sogar Schnuller und so. Und Babyzubehör. Das ist ja voll süß. Also im Action gibt es auch Kindersachen. Gästebad für Bruno, wo wir den Napf draufstellen. Ja. Aber es rutscht doch auch weg. Ja, dann sowas. Ja. Nein. Komm, Bruno. Die hier passt in die Küche. Dann hier, Leder.
Imitat. Die passt in die Küche. Ja. Du meinst, die rutscht nicht weg? Quatsch, die rutscht doch nicht weg. Könnte Bruno daraus essen. Spielzeug. Lerne mit Magneten. Ich finde das hier viel cooler. Guck mal. Murmeln haben sie, ne? Das kann ich nicht. Wofür braucht man sowas? Kreide ist gut. Aber nicht, dass Bruno das wieder isst. Das hier finde ich auch total schön aus Holz und Metall. Hier, Fingermalfarbe wollte ich noch für die Kinder mitnehmen. Splash, Wasserbälle, das ist doch hier für unseren Pool. Wir haben noch keinen Pool, das können wir noch kaufen, wenn wir einen Pool haben. Ich weiß nicht, wie die Knete hier ist, aber das nehme ich den Kindern mit. Und guck mal, wegen Fingermalfarbe für den Bauch anmalen. Modelliermasse, die ist so weich, das können auch die Kleinen machen. Ich weiß nicht, wie die Knete hier ist. Sowas kann sie auch mal mit unserem Kindermädchen hier machen, so Traumfinger basteln. Was ist das denn? Oh nee, das macht, glaube ich, viel Dreck. Da sind so Sachen drin für Elsa. Ach, das hat sich Leona auch gewünscht. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, es gibt so viele Bastelsets. Schimmersticker. Mickey Mouse. Oh mein Gott, Paw Patrol. Und Prinzessinnen. Die haben sogar meine Little Ponys. Oh Mann, die liebt das. 1,49 für Puppenkleidung. Ist doch süß. Guck mal, Leute. 99 Cent. Und diese coolen Haarreifen. Hier ist so eine Party-Ecke, ne? Also nächstes Mal, wenn ich Geburtstag feiere, gehe ich nur noch in Action. Pauline steht ja auf sowas, ne? 5 bis 7 Jahre. Schau doch mal, was da drin ist. Das komplette Set mit Haarreifen. Glaubt ihr, sowas funktioniert? Eine Seifenblasenmaschine? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Für Brunos so Leckerlis und sowas, das was so lose und rumliegt da. Die sind super zum Basteln für die Schublade. Genau, und das auch für... Ja. Pauline hat ja jetzt auch einen Basteltisch. Da sind noch 2 My Little Ponys reingefallen. Gott, wir haben keinen Platz halt, mehr. Wir gehen jetzt eh zur Kasse. Spangen für die Kinder. Ich habe alle gekauft. Guck mal, wie viel Schmuck es hier gibt. Wie viele Spangen es hier gibt. Das sind... Wie ist auch für Leona? Und Pauline wird sich freuen über solche Haargummis. Ja, und Spangen, ne? Komm, dann nehmen wir noch mal einen Schwung mit. Guck mal, Reifen. Hä? Haarreifen. Ja, das haben die genug, Schatz. Echt? Hier, einfach die ist so süß. Wir sind so bekloppt, dass wir immer wir sowas teuer kaufen. Leer irgendwie hier gerade. Hier, Alex. Bitte schön. Ja, danke. Echt? Willst du mit? Das sind ja mehrere. Nein. Dann nehmen wir jetzt noch ein paar Süßigkeiten mit, weil wir haben nichts mehr fürs Wochenende. Alex, was das tun? Wie viel bezahlen wir heute? Boah, wir machen wieder eine Wette. Schätzen. Schnell, mein Akku ist leer. Ich würde sagen 140 Euro. Dann sage ich 120. Dann sage ich 120. Okay. Der Akku ist leer, Leute. Bis gleich, wir sehen uns zu Hause. Ja. Wir sind zu Hause, wie ihr sehen könnt. Und ja, Alex lädt jetzt aus. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, ihr wollt gerne alles zusammen im Video sehen, sprich unseren Vlog. Und jetzt zeige ich euch auch noch die Ausbeute. Alex schleppt jetzt alles rein. Oh mein Gott. Und wer hat die Wette wohl gewonnen? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare jetzt schreiben, wer näher dran lag. Also 120 Euro oder 140 Euro. Boah, ich war gerade voll verwirrt. Ich dachte gerade, wer ist denn jetzt hier zu Besuch? Hier stehen Fahrräder, das sind nicht unsere. Von Leonas Freundinnen, die Fahrräder stehen hier noch. Und eine Ikea-Lieferung ist auch angekommen. Dann gibt es nochmal ein Ikea-Haul. Okay, wir werden das hier gleich alles aufbauen und dann zeige ich euch das ganz schnell. Oh. Oh. Ich habe jetzt keine Leuchten oder so hier. So professionell bin ich nicht. Oh Mann, willst du mal sagen, was wir ausgegeben haben? Ja, ich, aber ich lag trotzdem voll da. Mit Lachs weiter. Das hat jetzt knapp 200 Euro gekostet, ja? Ja, 200 Euro. 205 irgendwas. Oh, sogar mehr. Aber für das alles hier kann man nicht meckern. Die Kinder sind noch oben am Spielen. Ich habe jetzt gesagt, kommt noch nicht runter, sonst reißen die mir gleich alles am Bastelzeug aus der Hand. Ich bin nur eskaliert, weil Alex dabei war. Ich hätte nie so viel gekauft. Ach, das brauchen wir aber im Büro. Okay, zeige ich jetzt schon mal, dann kannst du es wegbringen. Druckerpapier, dreimal. So, bitteschön. Dankeschön, nehme ich schon mal mit. Oh, das ist so schwer. So, oh Gott, sitzen. Dann fangen wir mal an. Es kann sein, dass Alex noch zwischendurch hier ein paar Sachen hinschleppt. Einmal hat Alex mitgenommen so einen grünen Zinkeimer. Benutzt er für die Gartenarbeit sehr, sehr gerne und findet er schöner als Plastikeimer. Deswegen musste er mit. Ich werde euch jetzt aber nicht die ganzen Preise einblenden. Das wird viel zu lange dauern.
Dann habt ihr im Video, glaube ich, schon gesehen, fürs Badezimmer zweimal solche Aufbewahrungen in so einer Bambus-Optik. Finde ich immer sehr, sehr gemütlich fürs Bad. Ich habe einmal so Chili-Chips mitgenommen. Die habt ihr mir empfohlen, weil die sind so gerillt. Da bleibt so das Gewürz immer richtig lecker dran hängen. Dann Lutscher für die Kinder. Alex hat KitKat und Twix mitgenommen. Dann haben wir so ein Band mitgenommen für Pflanzen, um die festzubinden. Habe ich überall schon gesucht. Ich möchte da die Monstera mit zusammenbinden und auch andere Blumen. Vielleicht auch unsere Hortensien im Garten. Deswegen habe ich nochmal so ein Blumenband mitgenommen. Und bald kommt ja der Gärtner. Vielleicht kann der auch noch damit was anfangen. Dann musste mit für die Kinder, für Pauline, Rainbow Dash. Zum Basteln solche Perlen. Dann habt ihr mir gesagt, nimm auf jeden Fall Putzmittel mit. Und da habt ihr mir einmal den Küchenreiniger empfohlen. Das ist jetzt Kitchen Cleaner Lime and Black Pfeffer. Ich bin gespannt, wie der riecht und vor allem, wie der sauber macht. Feuchttücher mussten generell mit. Da habe ich jetzt einfach die mal ausprobiert. Das sind die Sensitiv. Ja, riecht nach nichts, ne? Aber ab und zu brauchen wir es noch, um abzuputzen. Dann hat Alex ganz viele solche Boxen mitgenommen in verschiedenen Größen. Geht immer. Dann habe ich mitgenommen für Leona so ein Traumfänger-Set. Für die Baddeko einmal solche Dekosteine, es sind verschiedene Größen. Dann das Beste, was man im Action kaufen kann, sind wirklich Sticker. Die sind da so mega günstig. Hier einmal die Disney-Prinzessinnen, Paw Patrol, Mickey Mouse. Das lege ich für die Kleinen zur Seite. Die können gleich stickern. Dann habe ich noch solche Elsa-Cookies mitgenommen für die Kinder. Und Alex hat Waschlappen nochmal mitgenommen, einen Schwung weiße Waschlappen. Das ist so typischer Alex-Einkauf. Und ich packe jetzt mal gerade alle Bastelsachen für die Kinder in eine Extra-Tüte. Dann habe ich einen Mülleimer mitgenommen für Pauline. Sie hat ja einen neuen Schreibtisch bekommen, da fehlte noch ein Mülleimer. Und ja, der war relativ preiswert. Für Leone eine Laminiermaschine, die hat sie sich sehr dolle gewünscht. Und Alex hat ein Kehrblech mitgenommen. Braucht man auch, oder? Manche Sachen kenne ich noch nicht, die hat Alex dann eingepackt. Ja, Kartonpapier in verschiedenen Farben. Und die fand ich so wunderschön, diese Sticker. Die haben Glitzer da drin. Wie cool sind die bitte? Solche Motive. Tut mir leid, ab und zu geht die Sonne immer wieder weg. Klebefolie. Noch mehr Sticker. Dann habt ihr im Video schon gesehen, wahrscheinlich diese Knöpfe. Die möchten wir dann gerne für die neue Kommode oben benutzen. In diesem wunderschönen Gold. Ich glaube, die machen das nochmal richtig, richtig schön. Davon brauchten wir 10 Knöpfe. Jetzt haben wir 2 über. Mal schauen, vielleicht können wir die noch irgendwo unterbringen. Dann hat Alex Straßenkreide mitgenommen. Er hatte erst eine Packung in der Hand und sagt so, 1,60 Euro, nehmen wir direkt 2 mit. Das Schöne ist jetzt auch gerade, dass die Sonne rauskommt. Dann können die Kinder gleich vielleicht wirklich noch mit der Babysitterin ein bisschen Kreide malen gehen. Dann habe ich dieses hier mitgenommen in Neonfarben. Das ist keine Knete, sondern so Modelliermasse mit so Kügelchen. Das ist vielleicht nochmal eine andere Haptik. Nochmal ein My Little Pony, das ist Pinkie Pie. Ich glaube, die kommen jetzt erstmal zur Seite. Die sollen die jetzt noch gar nicht kriegen. Vielleicht, wenn der nächste Zahn rausfällt. Dann von Golgatha eine Kinderzahnpasta von 3 bis 5 Jahren. Und Superheldenzahnbürsten. Ich habe noch Kaugummis mitgenommen, Kaubonbons und das sind die besten, oder? Crispy Rolls, ich liebe die. Für Frieda und Pauline das gleiche Buch von Disney Frozen 2. Ja, einfach so zum Malen. Für Leone habe ich jetzt keinen Frozen mitgenommen. Das findet sie nicht mehr so cool mit ihren 8 Jahren. Für sie habe ich jetzt so ein Glitzerbuch mitgenommen. Dann die lange Diskussion mit unseren Eiswürfeln. Wir haben uns jetzt ja für die große Variante entschieden. Dann 2-mal Modelliermasse und die fand ich ganz schön, weil die ist sehr, sehr weich. Das heißt, das können auch die Kleinen machen. Ich habe jetzt hier noch Ton zu Hause, aber das ist sehr, sehr schwer zu formen. Deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Und das trocknet an der Luft. Bisschen Wasser und dann können die Kinder daraus was modellieren und anmalen. 2-mal Uhu-Stifte zum Kleben. Dann habe ich noch diese wunderschöne Vase mitgenommen. Boah, das habe ich euch, glaube ich, im Action gezeigt. Einmal den Wäschekorb für Leona. Dann hier diese Holzbuchstaben für Leona. Richtig cool. Pinsel braucht man immer. Und so Glitzerband. Dann Mikrofasertücher. Die hat Alex mitgenommen. Dann dieses wunderschöne Tablett fürs Schlafzimmer. Das Tablett soll auf die Kommode. Da möchte ich meine Kerzen da drauf stellen. Das war übrigens eine Idee von euch. Vielen lieben Dank für diese wunderschöne Deko-Idee. Es sieht, glaube ich, besser aus, als wenn die Kerzen einfach nur so auf der Kommode stehen. Und den Spüli habt ihr mir ganz, ganz oft empfohlen. Das ist Orange Jasmin. Okay, er riecht wirklich gut. Ihr hattet recht. Dann ist Alex total abgegangen wegen den Strohhalmen.
Papierstrohhalme, einmal gelb und einmal lila. Tüten, noch mehr Mülltüten von Alex und Tesafilm. Dann hat Alex einen Tacker mitgenommen. Ich glaube, der ist sogar für Leona, weil die immer unseren steht, blitzt aus dem Büro. Dann hat Alex Leona noch ein Geodreieck mitgebracht. Das ist so ein Geodreieck, was nicht durchbrechen kann. Das ist so richtig weich. Keine Ahnung, fand Alex cool. Alex hat eine Maus mitgenommen. Washi-Tape geht immer. Dann hat er hier noch so ein Powerkabel, 3 Meter mitgenommen. Ich weiß nicht, wofür er es braucht. Ich weiß auch nicht, wofür er die Maus braucht. Wofür brauchst du die Maus? Brauche ich. Voll schlechte Wetter. Komm, wie dunkel. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Was machst du mit... Die hat nur unter 5 Euro gekostet. Und ich will versuchen, ob das auf meinem... fürs Tablet und auf diesem komischen Smartphone-Community. Und wofür brauchst du das? Damit das die Zuschauer das ist wissen. Für oben für den Staubsauger. Dann erspare ich mir so eine Verlängerung da. Okay, her damit. Einfach. Ja, irgendwie ist es so dunkel hier drin. So? Ja. Ist okay. Besser? Ich weiß nicht. Für Bruno haben wir so eine Fressunterlage mitgenommen, wo wir seine Töpfe draufstellen, seinen Napf und so, weil er macht das ganze Parkett in der Küche dreckig. Ja, bei dem Preis musste ich es einfach mitnehmen. Ich habe jetzt echt Bilderrahmen bestellt. Die sind so teuer gewesen. Wieso gehe ich nicht in Action? Das fand ich auch schön. Ich habe hier so ein Lernen mit Magneten. Da kann man die Uhrzeit lernen und Zählen lernen. Das fand ich ganz schön für Paulinchen. Den Lavendel habt ihr wahrscheinlich schon gesehen mit der passenden Vase. Ich werde das gleich schon versuchen, alles einzuräumen und zu dekorieren. Dann nehme ich euch mit. Vielleicht kann ich auch den Sand da reinschütten und die reinstellen. Dann hat Alex für draußen für die Kinder solche 2 Metalleimer mitgebracht zum Spielen. Eine große Aufbewahrung. Da sollen die ganzen... Bürsten und sowas von Bruno rein. Also Alex denkt immer viel an den Hund. Das fand ich unnötig. Eine Frisbee-Scheibe. Keine Ahnung, ob die Kinder das benutzen werden. Alex sagt, sowas braucht man im Garten. Und dann waren wir so begeistert von den ganzen Haarspangen und Haargummis, die wir in Action haben. Die sind da so günstig. Wir bezahlen im DM oder so immer 2-3 Euro pro Packung. Und die hast du auch dann erstmal 16 Stück. Und die gehen immer bei uns verloren. Das ist wie mit Socken. Und die hier sind für Leona, die fand Alex so cool, diese geflochtenen Haargummis. Und die hat sehr dicke Haare, Leona. Ja, das war der Haul. Ach so, und eine Platte hat er noch mitgenommen. Die Tüte mit dem Bastelzeug stelle ich jetzt zum Esstisch, weil kann unsere liebe Kinderfee, kann sie rufen. Ja, eine Frage, komm mal kurz zu dir gerade. Ja, ich komme. Die liebe Kinderfee kann jetzt nämlich basteln, damit wir noch hier arbeiten können. Bastelsachen. Hallo. Hi, du Superheldin. Schaut mal. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Der, Achtung, euer Kopf, ne? Wow. Ich hab mir noch so einen coolen Kleiderschlimmblock. Das ist deiner. Schau mal. Der Deckel. Alex ist hier schon am Aufräumen. Grün. Das macht ja selber noch als Erwachsener Spaß. Hier haben wir Kartons für alle. So, dann setzt euch hin. Machst du jetzt den Strom oben? Ich komme mich dazwischendurch mal besuchen. Ich komme. Guck mal, ich habe eine neue Matte. Hat sich doch gelohnt, die 80 Cent. Die müssen jetzt erstmal alle an die Spülmaschine. Die Etiketten muss ich abknibbeln. Das sieht echt schön aus. Ja, nicht schlimm. Tada! Toll gemacht, Schatz. Jetzt muss ich hier erstmal das alles einräumen. Oh, was ist hier los? Bonbon! Ja. Ich gucke jetzt mal, ob ich das hier durchgeschnitten bekomme. Mit einem scharfen Messer und einem Brettchen. Da ist Draht drin. Ich glaube, ich muss Sand reinmachen. Das wackelt immer noch. Bruno! Mal gucken, ob er das mag. Hast du ihn rausgelassen? Lass ihn gerade aus, kurz. Hier, ich wollte mal gucken, ob er die aus dem Action mag. Aber nicht draußen. Kann er gleich nach dem Spielen, ja? Haha, ich habe jetzt den Kies da drin. Und schaut mal. Das hält. Ich wollte die hier hinstellen. Ist doch voll schön. Mal gucken, ob dir das schmeckt. Sitz. Platz. Sein. Bitteschön. Mach langsam, Schatz. Ich glaube, es schmeckt. Babyblume. Babyblume? Da ist es. Müsst ihr jetzt nur gucken, ne? Oh.
Was? Leuchten die? Ich bin jetzt immer noch dabei, hier alles nach und nach hochzutragen. Ich habe den Wäschekorb aufgebaut. War gar nicht so einfach. Das sah so einfach aus, aber war ein bisschen tricky. Hat geklappt. Jetzt habe ich hier meine Vase und die restlichen Steine reingemacht. Der Rest der Steine ist in der Vase verschwunden. Tisch ist schon mal wieder aufgeräumt. Die ganzen Bastelsachen sind oben. Jetzt muss ich mal schauen. Ich habe hier noch ein paar Sachen. Ups. Die ganzen Hundesachen, ne, das soll der Alex mal schön selber machen. Ich habe hier jetzt alles erstmal so reingeschmissen. Das soll er sich sortieren. Er möchte da seine eigene Ordnung machen. So, dann mache ich jetzt noch gerade das Geschirr da rein. Dann kann das auch einmal direkt durchwischen. Ich bin so begeistert, ey. 60 Cent für so eine Schale. So perfekt zum Eis essen oder Pudding. Ich zeige euch gleich mal das Update oben im Gästebad. Oder in Leonas Badezimmer. Besser gesagt, Alex ist da schon fleißig im Ausbau und Strom. Aha, der Stuhl. Ich habe mitgenommen bei Ikea einmal Bettwäsche, diese mintfarbene. Die ist jetzt aber für unser Schlafzimmer, weil ich das ganz schön finde, noch einen Grünton mit reinzunehmen und nicht nur immer weiße Bettwäsche. Hast du noch Lust, einen Schreibtischstuhl aufzubauen? Kann ich machen, ja. Oh, wenn wir die nicht hätten. Ich glaube, das ist aber ganz simpel. Eins, hier zwei für den neuen Schreibtisch. Einmal jetzt hier einen pinken Schreibtischstuhl für die Pauline mitgenommen, für den neuen Schreibtisch. Die Bettwäsche, dann habe ich hier so ein Tablet-Laptop-Kissen mitgenommen. Ich wollte heute eigentlich Alex aus dem Action mitnehmen. Jetzt habe ich ja das schon geschickt bekommen. Ist schon da. Schon da. Yay. Kommt direkt mit hoch. Nochmal für Pauline. Bettwäsche muss auch mit hoch. Ist auch 100% Baumwolle. Das merkst du auch. Gehst du da runter? Schnucki. Oh. Lass mal so viel Bettwäsche waschen werden. Kommt direkt in die Wäsche. Unsere liebe Kinderfee baut jetzt gerade den Schreibtischstuhl auf für uns. Richtig süß. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen schnell E-Mails machen und arbeiten. Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum sie hier ist. Perfekt. Die kann ich euch empfehlen. Das gibt es, glaube ich, auch in Schwarz. Ich fand jetzt Weiß irgendwie besser, weil ich viel aus dem Bett arbeite. Zumindest so lange, wie ich schwanger bin. Und hier hattet ihr die Idee, dass ich da ein Tablett runterstellen soll. Das sieht edler aus und das sind halt echt Wachskerzen. Ich habe Angst, dass ich mir die Kommode kaputt mache. Sieht echt viel schöner aus. Wenn ich das jetzt anmache... Ja, ist natürlich richtig schön, weil sich das da spiegelt, ne? Voll romantisch. Könnte man mal überlegen, ob man die in die Ecke packt. Was meint ihr? So, die Kisten ins Kinderbad. Und dieses Bild würde ich gerne in den neuen Bilderrahmen, weil es passt. Und zwar habe ich mir die hier vorgestellt. Hier unten rein. Nein! Das passt nicht ganz, aber die passen rechts und links seitlich. Die Kiste kann ich viel besser im Kleiderschrank gebrauchen. Leere Windeln, sehr gut. Die würde auch hier voll schön hinpassen, aber die sollte eigentlich später ins Bad. Deswegen stelle ich die jetzt erstmal hier hin, bis sie renoviert wurde. Der Bilderrahmen ist leider zu klein. Aber nicht schlimm, die nächsten Bilder kommen dann hier an die Wand. Das heißt, der kommt erstmal zur Seite. Und die Griffe habe ich jetzt erstmal hier reingetan, das muss Alex machen. Die sehen so schön aus. Schaut euch das mal an, wie schön das sein wird. Oh, ich freue mich. So, nicht wundern, ist es wieder leer hier im Kinderzimmer. Ja, der Stuhl steht, ihr könnt es sehen. Es passt hier doch perfekt ins Zimmer. Der Mülleimer ist da. Das hier hatte ich ja von Ikea gekauft. Hier sind jetzt ihre Malbücher und Stifte. Da können wir natürlich noch mehr reinräumen. Wirklich richtig hübsch. Die Kinder gehen jetzt noch mit dem Bollerwagen eine Stunde in den Wald spazieren. Und ich mache in der Zeit das Mittagessen für uns alle. Und ich habe diese Stapelsteine runtergeholt von oben. Die stehen jetzt erstmal da in der Ecke. So, ich wollte mal gucken, was Alex macht. Er fragt ja auch immer nach dem Update. Hier muss man mit dem Schmutzradierer versuchen, dass wir diese Flecken von der Wand kriegen. Hallo, ich sehe dich noch nicht, Tante. Ich sehe nur das ganze Werkzeug. Okay, wahrscheinlich kann ich jetzt gar nicht rein. Nee, es ist mega dreckig. Soll ich die Kamera nehmen? Ich wollte eigentlich nur einmal reinfilmen.
Es ist richtig staubig hier, ne? Das ist alles voller Regen. Doch, da hinten die Spüle schon eingekastet. Also, hier ist das Vorwandelement von der Toilette ist schon drin. Das ist alles eingekastet. Da hinten sind quasi die Rohre da hinten in der Wand verlegt. Und da kommt das Rohr noch raus wie die Dusche. Die Dusche wird hier so aus diesen Steinen hier quasi gebaut. Also wir kriegen hier so eine kleine Stufe, also so eine große Stufe, 20 cm und dann noch höher. Weil anders geht's nicht. Das Rohr können wir nicht tiefer legen. Also kriegen wir eine ordentliche Stufe, aber es wird gefliest. Und hier ist extra offen gelassen, weil hier kommt noch so ein Rohr nach oben. Und da kriegen wir hier so eine Duschbrause, die dann aus der Wand da rauskommt. Hier ist das Fenster kommt noch rein. Da bin ich gerade dabei, die Lämpchen einzubauen. Hier kommt das Waschbecken hin, die Rohren liegen auch schon. Und es fehlt noch die, das Heizkörper fehlt noch. Muss noch bestellt werden. Auf jeden Fall ist hier noch mega viel zu tun. Totaler Rohbau. Aber es hat sich schon viel getan. Der Klempner hat schon vieles gemacht. Und der kommt demnächst nochmal vorbei und macht hier weiter. Und danach, wenn er fertig ist, dann wird der ganze Trockenbau hier zu Ende gemacht. Und da kommt der Fliesenleger. Genau, ich brauche noch nicht mehr lange. Da bin ich mit dem Strom fertig. Habe ich nicht aufgenommen? Nee, ich echt nicht aufgenommen? Du hast dich aufgenommen. Ich habe jetzt gerade einmal aufgenommen. Du hast alles umsonst gefilmt. Egal. So. Nein. Wieso gibst du mir eine ausgeschaltete Karte? War doch nur Spaß. Oh Gott, hast du einen Cut gemacht, ne? Ja, ich habe einen Cut gemacht. Ach, schon, ja. Alex, nein. Hier, Leone hat schon ihre bunten Buchstaben hier benutzt und ihren Namen an die Tür gemacht. Bruno, oder? Bruno ist da. Ja, die anderen sind gerade rausgegangen. Ich muss gleich mal gucken. So süß, was ist das denn? Ein Donut hast du gebaut? Wie cool. Und Eis und eine Fee. Was machst du da gerade, Schatz? Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte was abbasteln, aber die Batterie ist leer. Muss gleich mal unten gucken. Neu machen. Jetzt hast du endlich einen Tacker, wa? Freust du dich? Ja. Wie findest du die Aufbewahrung hier? Toll. Okay, der muss da nicht drin sein, den kannst du nachher mal aufbauen. Ich muss gleich gucken, was wir zu essen machen. Oh, wie siehst du, hast es endlich angemalt. Das sieht voll schön jetzt aus. Und hier hast du mit deiner Knete gemacht? Das müssen wir in den Backofen machen. Das hat Opa gemacht. Opa Erich. Cool. Ich lasse dich hier in Ruhe in deinem Reich. Mhm. Ich bin weg. Erst muss ich Papa fragen, ob er die Batterie. Papi, hast du Batterie? Weil ich brauche das für meine Heißklebepistole. Was spätst du denn hier so? Hm? Hast du mich vermisst? Ist auch schon wieder, ne? Was machen wir denn jetzt zu essen? So, Leona hat sich jetzt entschieden, mitzugehen, spazieren. Ich habe jetzt hier das indische Essen, das werde ich jetzt angaren. Hier bei uns aufwärmen. Viele fragen immer, ob wir zwei Backöfen haben. Also das ist ein Backofen, das ist ein Dampfgarer, aber der hat auch eine Backofenfunktion. Weil wenn wir mal Pizza machen und wir haben Besuch, dann ist das wirklich super praktisch. Regenerieren, das machte Alex immer. Ich decke auch noch Brotzeit ein, weil vielleicht möchte jemand nicht indisch essen. Deswegen machen wir Brotzeit und Reste essen. Und oh mein Gott, ich muss euch was zeigen. Ich bin aktuell in der Schwangerschaft ja so süchtig nach diesen Instant-Nudeln. Ich habe eine große Bestellung aufgegeben. Ich hätte vorher nicht diese YouTube-Videos gucken sollen, wo die alle scharfe Nudeln essen, weil ich liebe scharf. Und schaut mal, aus unserer Babyschokolade ist eine Asia-Schokolade geworden. Ich habe einmal Hot Chicken mitgenommen. Die sind ja mega scharf. Ich hatte letztes Mal die doppelt so scharfen. Das ist, glaube ich, spicy. Ich bin mir nicht sicher. Chicken Flavor Ramen. Das ist aber Cheese. Und Carbonara habe ich auf YouTube gesehen. Die sollen wohl auch ganz schön scharf sein. Für Alex, der nicht so gerne scharf ist, gibt es dann Ente und Chicken und Gemüse. Ihr könnt mir das wirklich sagen, dass ich verrückt bin, dass ich in der Schwangerschaft so viel scharfes, ungesundes Zeug esse. Ich habe hier auch so Chili-Soßen bestellt. Die kennt ihr wahrscheinlich alle aus dem richtigen Restaurant. Einmal die sehr scharfe Soße und einmal die nicht so scharfe Soße. Und ich finde die schon eigentlich sehr, sehr scharf. Das ist die beste Chili-Soße, die es für mich persönlich gibt. Die kann man sich auch gleich noch ins Indisch-Essen reinmachen. Fertig. Jetzt warte ich auf die Mäuse. Die kommen jetzt gleich zurück. Alex ist oben auch soweit. Erstmal fertig für heute. Ich würde mich an dieser Stelle gerne verabschieden und würde sagen, bis bald. Tschüss.